Hallo ihr Guten, Strange Days hier, wir spielen weiter Dark Forces und nach geraumer Zeit von erfolgreichen Aufnahmen, eigentlich glaube ab der zweiten Mission alle, müssen wir hier mal wieder eine Mission ein zweites Mal spielen, weil die Aufnahme, ja irgendwie Cam Studio hat das ab und zu, wenn Videos über, ich hatte glaube ich hatte die war 35 Minuten lang und irgendwie. Ja, wenn man über 30 Minuten geht, dann ab und zu funktioniert einfach die Audiokonvertierung nicht und bam, die Aufnahme ist weg danach. Sehr komisch. Ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Aber da ich die Mission jetzt kenne, ist übrigens natürlich, habe ich das Glück auch bei einer der bisher, denke ich so von, ja, doch einer der schwierigeren Missionen. Sehr viele fiese Springeinlagen. Ich hoffe, ich habe es gut hinbekommen beim ersten Versuch. Ich hoffe, es klappt wieder gut. Das kennen wir schon. Und das. Moment. Nein, ich lese immer am Anfang einer Aufnahme die Mission. Richtig? Richtig. Das heißt, ich habe das nicht, noch nicht gelesen. Okay. Also, die gute. Fuck, ich habe ihren Namen vergessen. Shit. Unsere Schmugglerkollegin, die ist ja sogar in Jedi Knight und Jedi Knight 2 auch noch. Spielt ja auch noch mit. Okay. Ich habe das Schmugglerschiff bis zum entlegenen Planeten Antivi verfolgt. Auf diesem eisigen Planeten gibt es kein Leben, bis auf deine imperiale Fabrik, die versteckt unter der vereisten Oberfläche liegt. Deine Aufgabe ist es, die Fabrik zu sprengen. Mal wieder. Es gibt einen Ort, wo die Flüssigkeit zur Nachbehandlung von Freak aufbewahrt wird. Ich weiß immer wieder nicht, wie ich es aussprechen soll. Freak. Irgendwie dies. Es ist ja kein F. Egal. Dort befinden sich drei Austauschrohre. Bring die Sprengladung dort an. Das sollte die Fabrik vernichten. Achte auf jeden deiner Schritte. Es werden flüchtige Chemikalien in der Fabrik verwendet. Ich schlage vor, dass du dir eine Atemmaske suchst, die auch von den Imperialen verwendet wird, um sich zu schützen. Es sähe Mook auch nicht unähnlich, wenn er nicht ein paar Dark Trooper in der Fabrik stationiert hätte. Sekunde. Okay. Sorry. Ein Kampf mit ein paar von ihnen sollte dich nach deinem Marsch durch den Schnee wieder aufwärmen. Geh doch selbst, wenn du es so witzig findest, dumme Kuh. Ja, auf jeden Fall Eisplanet. Cooles Setting mal wieder. Wie gesagt, ich finde bis jetzt unglaublich. Also, ne, wiederholt sich nichts. Jede einzelne Mission hat ein sehr eigenes Setting und das findet man selten. Spielen, finde ich. Das ist wirklich. Das Design sich so signifikant jedes Mal unterscheidet. Ja, genau. Es ist großartig. Man rutscht richtig schön auf dem Eis, also so ein bisschen zumindest, teilweise. Und, ja, und dabei muss man teilweise beim Eis noch schön so Springeinlagen machen. Ich weiß Gott sei Dank jetzt, wo die meisten Sachen sind, die ich brauche. Es gibt nicht nur eine Gasmaske, es gibt auch so großartige Schneeschuhe, die haben sehr helfen können. Na okay, ehrlich gesagt, so richtig, wo alles war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube aber, laufe hier schon ganz richtig. Wow, okay. Das wäre schon fast das erste Mal gewesen. Wow, boah. Mega knapp. Shit, ich hätte mir vorher die Schuhe holen sollen. Ich depp. Dann wäre der Sprung auch leichter gewesen. Jetzt muss ich ihn nochmal machen. Komm schon. Oh, wow. Mann, 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 Mann. Alter Schwede, hab ich ein Schweine. Oh, Jesus fucking Christ. Jetzt kann ich auch nämlich auch sprinten auf dem Eis und mich richtig bewegen. Oh Mann. Das Blöde ist, ich glaube, wenn ich die Mission neu anfangen muss, dann setzen sich irgendwie meine Leben auch immer wieder zurück auf 3 oder so. Ich weiß gar nicht, ich habe da bis jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt, wenn ich Missionen neu machen musste. Hatte ich nicht schon mal wieder 4 Leben? Hm, vielleicht nicht. Oh ja.
Letztes Mal habe ich auch dann auch erst ernsthaft angefangen, meine... Oh Gott. Du, weg. Den hier zu nutzen, das erste Mal. Ich bin gar nicht so schrecklich. Ich habe mich nicht selbst in die Luft gesprengt. Und ich werde den hinterher auch brauchen. Wir werden nämlich hinterher fiese Begegnungen noch haben in diesem Level. Oh Gott. Oh. Ah, shit, wo ist hier? Finde ich überhaupt nochmal die Gasmaske? Ich glaube, finde ich erst mal ein ganzes Weilchen später. Na, ah, fuck you. War nicht noch jemand hier oben drin? Ja. Höher. Bedowns. Bedowns! Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Sachen verpasst. Irgendwelche Eishöhlen. Ich versuche mich jetzt dazu beeilen, weil letztes Mal habe ich es echt, ja, wie gesagt, obwohl die Mission schwer ist, ich habe sie irgendwie in 30 Minuten, ein bisschen über 30 geschafft. Ich hoffe, sie diesmal irgendwie in, keine Ahnung, 25 schaffen zu können, weil ich dann etwas sicherer sein kann, dass das Video nicht kaputt geht. Ja, hier auch ein schönes kleines Geheimnis. Wow. Und ich habe auch endlich oh, ja stimmt, hier gab es den blauen Schlüssel. Eigentlich auch eine Sache, die man schnell übersehen kann. Jetzt geht's mir nämlich mit dieser Scheiß hier los. Au! Ich habe endlich das erste Video hochgeladen. Unglaublich. Also von dieser Reihe. Ich glaube, ich kann hier einfach runterlatschen, oder? Kommt trotzdem wieder hoch. Ein bisschen zu nervig auf dem Laufband da. Das ist eh die ganze Zeit. Schwer zu zielen und aber trotzdem getroffen auf diesen blöden Bändern. Ich bin auch voll überrascht, dass ich es überhaupt gerade schaffe, Videos hochzuladen und aufzunehmen und hochzuladen. Angefangen The Wire zu gucken und bin mega süchtig geworden. Kann gar nicht mehr aufhören. Fantastische Serie. Ah Gott, stimmt. Das ist auch so ein voll. So ein paar nette Stellen gibt es ja auch. So ein scheiß Türmen. Oder was ist Geschützen? Whatever. Turrets. Komm. Geh drauf. Also. Bitch. Jetzt, genau, jetzt geht's hier halt so ab. Wow. Wie beim Drive-Thru. Oder? Hab ich gerade auf E geschossen? Okay. Stimmt, ich habe wieder vergessen. Oh, krass, Mann. Ich habe doch, habe ich nicht irgendwie vor, ich glaube, ich habe vor 3 Folgen doch schon mal entdeckt, dass es Sekundärfeuer gibt. Und habe ich das seitdem nochmal benutzt? Ich glaube nämlich nicht. Komplett vergessen, dass es existiert. Was? R auf R? Muss ich gleich mal ausprobieren mit irgendeiner Waffe. Ah ja, genau. Nein. Wo
Wunderbar. Oh Gott, fiese Kacke. Aber ohne getroffen zu werden, weiß ich nicht, wie man es genau machen soll. Oh, und du kannst dich auch mal am Arsch lecken, echt. So was Unhöfliches. Wenigstens. Ja. Wenigstens, ich hatte schon echt Schiss, dass sie jetzt anfangen, in jedem Level diese mega fiesen Fallen unter Items zu platzieren. Also Minen unter Items. Echt fiese Scheiße. Aber habe ich nicht mehr erlebt seither. Ja, jetzt wird's interessant. Hier sieht man, wieso man eine Gasmaske tragen soll und so. Hier ist dieser komische Schleim da unten drin. Seht ihr gleich noch deutlicher. Das Herz allerliebst. Hier auch eine. Weil es jetzt, wurde ich beim ersten Mal mehrmals runter zerquetscht. Jetzt weiß ich, was es ist. Das zermalmt einen, wenn man nicht schnell genug ist. Man zögert. Da geht's runter. Da wird man dann drin zerquetscht. Das ist super. Das wollte ich noch kurz, genau. Ja, er war sekundär vorher, aber es ist auch meistens Bullshit. Also zum Beispiel, das will ich mit diesem Dreierschuss. Und hier, genau, hier gehen wir jetzt nämlich schon auf dem Rand lang. Oh, shit. Ach, geschafft? Okay, gut. Auch gruselig. Oh Gott, nein, 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 falsch, 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 falsch. Ach. Gut. Wie kommt man sich vor wie in einem Schloss bei Super Mario langsam? Ah, fuck him. Junge, knapp. Komm schon. Oh, komm schon. Alles klar. Ich könnte mal wieder ein paar Gegner gebrauchen, die auf eine Waffe fallen lassen. Ja. Jetzt kommen ja noch so ein paar nette Sprungeinlagen. Der Waffe kann man echt Munition sparen hier. Gerade die Framerate so ein bisschen eben runtergegangen, als ich kam mir gerade so vor. Und gerade kurz der Sound ausgesetzt. Okay, und los, 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 komm, mach hin. Hoppa. Oh Gott. Was? Ach, ich hatte. Hatte ich gerade wieder Schnellschuss und hab's nicht gecheckt? Anscheinend. Okay. Oh Gott. Ah, ich hab die Gasatemmaske. F2? Nein. F3? Nein. F4. Ja. Hört mal. Achso. Das erinnert doch tierisch an so einen anderen Charakter aus dieser. Irgend so einen anderen Charakter aus dieser Franchise, oder? Also Star Wars. Fällt nicht ein, wer. Der so komisch atmet. Und immer in so Kostümchen rumläuft. Es dunkelt. Ja, schon wieder so ein kurzer Framerate-Drop. Was soll denn das, Mann? Ich hab 4 GB. Speicher. Sollte doch so ein Spiel von 95 laufen.
Okay, haben wir das ausgemacht. Ventilatorenschaft und haben hier eine Tür geöffnet. Ich muss gerade überlegen, wie das war. Muss ich da. Kann da drauf springen, aber ich glaube, ich muss tatsächlich hier runterfallen eigentlich einfach. Ja. Ich glaube, ich ziehe mir die Gasmaske an. Oh. Au. Ja, das war die richtige Entscheidung mit der Gasmaske. Im ersten Mal bin ich hier runtergesprungen und habe auf einmal voll Schaden genommen. Von den giftigen Gasen und so. Jetzt geht's übrigens gleich los. Ich glaube, ich könnte schon mal die schwereren Waffen rausholen. Erste Ladung. Oh Gott. Ah, das tut trotzdem weh, auch wenn man eine Gasmaske hat. Okay. Den hier nehmen wir uns gleich. Schon mal zur Hand. Okay, alle Ladungen scharf gemacht. Alle Ladungen scharf. Fuck you! Oh shit. Bitch. Fucking Dark Trooper. Jetzt kommen die nämlich schon in fliegender Form, ja? Das ist der zweite, den wir sehen und der kann schon fliegen. Oh fuck. Ganz. Ah, erwischt. Okay. Richtig gut geht's mir nicht mehr. Gesundheitstechnisch. Jetzt muss ich hier raus. Fuck, wo geht's nochmal raus? Hört ihr diese Scheiße? Dieses laute Stampfen, ja? Ist doch so gruselig. Oh Gott, ich muss wieder echt auf. Ich kenne den Weg nicht mehr. Fuck. Boah, es ist so gruselig. So fucking gruselig. Oh fuck, da ist er. Fucking Terminator, ey. Oh fuck, und Waffe ist leer. Shit. Oh, scheiße. Fuck, fuck, fuck. Doch noch ein Leben verloren, musste ja sein. Und natürlich, ja, die werde ich nicht in den engen Gängen benutzen. Und die bringen mir nicht viel gegen den. Ich muss den aber auch nicht töten, ich muss nur an dem vorbeikommen. Ich muss nur den richtigen Weg nach draußen finden. Ist es gut, dass es hell ist wieder? Ja, ich glaube, das ist gut. Oh ja. Wow, okay. Okay. Ja. Okay. Man musste natürlich noch ein Leben verlieren. Alles klar. Raus hier, um Himmels Willen. Aber wie viel die Viecher aushalten? Ja. 60 Schuss in den reingehauen. Mann, Mann, Mann. Ist nicht gut für mein Herz, sowas. Oh yeah. Großartig. Gucken wir mal, ob es einen. Ich bin nicht sicher, ob es einen Zwischenspann gibt. Einen unspektakulären. Ich brauche einen Schluck Tee. Und wir haben die nächste Mission geschafft. Die Fabrik zerstört, in der diese abgefuckten Viecher, die mir immer einen Herzinfarkt einjagen, hergestellt werden. Gute Sache, gute Sache. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Mission wieder.
bis dahin, macht es gut. Was hatten wir jetzt? Ah ja, frohes Hanukkah und bis dahin.